Einen schönen guten Abend allen, ganz besonders herzlich willkommen, Sepp Kostatscher. Sepp ist trotz seines Namens Italiener und Südtiroler und wird heute Abend über die sozialpolitische Situation in Italien sprechen. Italien war ja eine Besonderheit in Europa, nicht ganz alleine, aber doch eine Besonderheit. Insofern, als es dort bis vor wenigen Jahren überhaupt keine landesweite soziale Sicherung gab, sondern das den Regionen und Gemeinden überlassen war. Es ist vor Jahren dann das eingeführt worden, was im Deutschen immer mit Bürgergeld übersetzt wird, was in der Debatte hier oft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verwechselt wird. Ich erinnere mich auch, Sepp, als wir 2013, 14 bei der ersten europäischen Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen zusammengearbeitet haben, dass damals in Italien genau diese Debatte lief um die Einführung des Bürgergeldes und dass durchaus auch in den europäischen Debatten gelegentlich mit der Grundeinkommensdebatte vermischt worden ist und nicht unterschieden werden konnte, weil man über Italien nicht viel wusste. Wir werden heute wenig über die Geschichte hören von dir, aber kurz halt auch darüber, was dieses Bürgergeld ist und wie die Situation sich in der nächsten Zukunft darstellt und natürlich auch, was das für die Grundeinkommensbewegung in Italien heißt. Bitte, Sempel. Danke, Werner. Schönen Abend an alle Zuhörenden. Wenn es heißt, ich sei ein Italiener, muss ich präzisieren, ich bin italienischer Staatsbürger sehr wohl, bin deutscher Muttersprache, habe österreichische Vorfahren. Und es ist halt so, dass in Europa nicht jeweils alle Nationen nur eine Nationalität haben. Im Grunde habe ich keine Nationalität und ich bin auch nicht traurig, dass ich mich nicht einer Nation zurechne. Einer meiner Träume ist ja nicht nur eine Europäische Union, sondern eine Europäische Republik. Gut, zu mir selber. Ja, ich befasse mich mit dem Grundeinkommen und natürlich auch mit Sozialpolitik allgemein schon, ja, mehr oder weniger, seitdem ich in der Politik von Gemeinde auf Landtagsebene im Europäischen Parlament war, war ich immer sozialpolitisch sensibel. Ökosozial ist vielleicht noch der bessere Ausdruck als sozial. Zum Reddito di Cittadinanza, Bürgergeld richtig übersetzt und oft von Journalisten einfach als Grundeinkommen hingestellt, das gibt es seit Jänner 2019 in Italien. Es war aber ganz sicher es war nicht bedingungslos, es war nicht individuell, es war mit vielen Verpflichtungen verknüpft. Ja, es war also von einem bedingungslosen Grundeinkommen weit weg. Ich habe immer kurz formuliert, es ist Hartz IV all'italiana, nur ist es noch bedeutend komplizierter und strenger. Das war bis zum 1. August 2023, also bis vor 3 Wochen. Da ist nochmals von der derzeitigen Regierung, Rechtsregierung, die haben schon von Anfang an immer hatten Bauchweh. Die Cinque Stelle Bewegung, also Conte und diese Fünf-Sterne-Bewegung, die war es ja, die das Thema Grundeinkommen zunächst sogar auch mit bedingungslosen Grundeinkommen ziemlich vorangetrieben haben, aber sie waren damals 2019 gemeinsam mit der Lega Nord an der Regierung und die Lega Nord hat gebremst, wo es gegangen ist und somit ist der Kompromiss, der herausgekommen ist, mehr mies und gekauft, also Kompromiss und absolut kein guter Kompromiss und eher eine schlechte Grundsicherung, wenn wir jetzt mit Österreich und mit Deutschland vergleichen. Was hat sich jetzt nochmals geändert? Die Regelung ist sehr stark, ist strenger geworden. Mit dieser neuen Regelung sind rund 170.000 Haushalte hinausgeflogen. Also insgesamt die Sozialhilfe ist jetzt drastisch gekürzt worden.
Und auch das recht sonderbar, die Information an die Betroffenen, dies per SMS erfolgt. Also schon einmal die Art der Weise, wie man da umspringt, ist recht sonderbar. Dieses Bürgergeld halten nur noch Haushalte, nicht Einzelne, und Haushalte, in denen Minderjährige oder Menschen mit Behinderungen oder Senioren über 65 Jahren leben. Andere sind jetzt schon ausgeschlossen. Mit dem 1. Jänner wird es nochmals geändert und ist mehr oder weniger kommen wir zur alten Bestimmung zurück, dass die Sozialmaßnahmen in Italien zwar noch Arbeitslosengeld ist, aber auch nur auf eine beschränkte Zeit Berufstätige. Es war auch die bisherige, und das hat vor allem die Lega Nord oder die Lega erkämpft, dass nur jene, die 10 Jahre ansässig italienische Staatsbürger sind und 10 Jahre durchgehend in Italien gewohnt haben, hatten Zugang auch zu diesem Reddito di Cittadinanza, das bisher gegolten hat. Das gilt weiterhin, aber wie gesagt, nur mehr Familien mit Kindern oder mit Senioren oder mit Behinderten dabei. Der Hauptgrund, warum man immer strenger wird, ist die Behauptung von Fratelli d'Italia, das heißt von der derzeitigen Rechtsregierung Melonis. Das heißt, das Bürgergeld ist vor allem dazu da, dass Leute, die arbeiten könnten, keinen Anreiz hätten zu arbeiten. Wenn man aber die Summen hernimmt, wie hoch dieses Arbeits, ich würde sagen, dass also diese Grundsicherung ausgezahlt worden ist, dann ist es ganz sicher nicht so hoch, dass man davon jemand leben kann. Ich bringe ein paar Beispiele. Ein Erwachsener bekam von diesem Bürgergeld pro Jahr 6.000 Euro, pro Jahr, nicht pro Monat natürlich. Dann mit einem Minderjährigen mit ging das auf 7.200, zwei Erwachsene 8.400, zwei Erwachsene, ein Minderjähriger 9.600. Also eine Familie, zwei Erwachsene, zwei Minderjährige hatten 10.000 Euro pro Jahr, das heißt auch nochmals weit unter 1.000 Euro pro Monat. Also alles eher als jetzt eine Sozialunterstützung, wo jemand sich in die Hängematte legen konnte und bequem weiterkam. Jetzt wäre ich vor allem, nachdem ich ja nicht als Referent mich vorbereitet habe, sondern mehr einfach halt, was ich so weiß, jetzt auch so schnell aus dem Stegreif erzählt habe, bin einfach froh, wenn Sie Fragen stellen und ich darauf antworte. Also nochmals, diese italienische Grundsicherung war vergleichbar mit Hartz IV oder mit der Grundsicherung in Österreich, aber strenger, komplizierter und vor allem auch die Regelung, dass die Arbeitsmarktverwalter konnten, also diejenigen, die jemand eine Arbeit anboten, die konnten ganz willkürlich jemand sagen, wenn du diese Arbeit auch mit nicht vollem Gehalt, auch mit sehr niedrigen Löhnen, und Italien hat ja keinen Mindestlohn, wenn du die nicht annimmst, dann fliegst du aus diesem Reddito di Cittadinanza hinaus. Die waren also sehr streng. Somit möchte ich einfach einmal den ersten Teil meiner kurzen Einführung abschließen. Es ist genauso die Auffangsysteme. Wir in Südtirol beispielsweise haben schon das war Anfang der 70er Jahre, also seit 50 Jahren haben wir ein sogenanntes Lebensminimum, Minimo di Vita, wie es heißt, wo Leute, die eben zu wenig Besitz haben, zu wenig Einkommen aus Arbeit haben oder überhaupt kein Arbeitseinkommen haben oder keine Rente haben, dass die dann auf Landesebene dieses soziale Grundsicherung bekamen und auch weiterhin bekommen. Und es war auch so, dass in jenen wenigen Regionen, wo das so ähnlich wie in Südtirol ablief, auch verhältnismäßig wenige um diesen Reddito di Cittadinanza angesucht haben. In Süditalien war sozusagen nirgends gab es dieses Lebensminimum oder diese
Mindestsicherung, wie wir es haben. Und somit war es ja teilweise einfach sehr, sehr schwierig. Und nicht zufällig haben jetzt vor allem der Partito Democratico, auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die ganz, ganz stark protestiert, auch die Gewerkschaften, aber mit wenig Erfolg, dadurch, dass in den Medien diese Giorgia Meloni so hochgejubelt wird, die kann mehr oder weniger durchregieren, fast wie sie will. Und trotzdem wird er zugejubelt und und sie hat auch in den Umfragewerten sehr gute Zustimmung. Sonderbarerweise, wenn man es sozialpolitisch und umweltpolitisch sieht, müsste sie ja wirklich unter jeder Bewertung sein. Wie die leben, ja, es ist so wie vor 2019. Es gibt in manchen Orten, wo es doch in Gemeinden gibt relativ stark ausgebaut Caritas, also kirchliche und auch laizistische Bewegungen, die einfach Notleidenden helfen, Geld sammeln. Aber das ist halt alles recht unsystematisch und wirklich nur immer wieder sind es Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist keine Grundsicherung, wie ihr es zum Beispiel in Deutschland mit Hartz IV habt. Ja, es gibt ja eine weitere Besonderheit in Italien, die wir zum Beispiel zumindest in Deutschland und Österreich gar nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob sie in anderen europäischen Ländern, ob es andere europäische Länder gibt, die was Vergleichbares haben. In Deutschland gibt es ja für die Mitglieder der großen Volkskirchen die Pflicht zu einer Kirchensteuer, die nicht von den Kirchen durchgesetzt wird, sondern vom Staat. In Italien gibt es ja, nicht dasselbe wie unsere Kirchensteuer, aber eine verpflichtende Steuer, die man der Kirche geben kann, aber auch anderen. Spielt das bei der Sicherung der Menschen, der sozialen Sicherung der Menschen, eine ausschlaggebende Rolle oder ist das auch eine Banalität am Rande? Das ist Banalität am Rande. Italien hat keine Kirchensteuer, also richtig. Das, was wir in der Steuererklärung ankreuzen können, dass wir einen Teil der Steuer, die an den Staat überwiesen wird, dass wir 5 Promille, wohlgemerkt, die einer Kirche oder 3 Promille einer Partei zuwenden können, das wird zum Teil angewandt. Aber das ist bei weitem nicht das, womit dann die Patronate bzw. vor allem die Caritas finanziert würde. Die Caritas lebt zum größten Teil von Spenden und da gibt es relativ Spendenfreudigkeit. Ist vielleicht auch, weil es keine Kirchensteuer gibt, nicht nur Kleinverdiener und Arme, die also der Caritas gerne was überweisen. Es gibt durchaus auch Unternehmer, die immer recht großzügig auch der Caritas unter die Arme greifen. Aber mit Kirchensteuer ist es absolut nicht vergleichbar und auch diese 5 Promille, die dem Staat abgezogen und an die Kirche überwiesen waren, die sind mehr dazu da, dass die italienische Bischofskonferenz notwendigste Instandhaltungsarbeiten bei kirchlichen Baudenkmälern durchführen kann. Ja, die Kirchensteuer ist in Deutschland absolut ja auch nicht viel höher, aber dadurch natürlich im Gesamtaufkommen sehr viel mehr, weil jedes Kirchenmitglied sie bezahlen muss, Ja. während in Italien das eben freiwillig ist, ob ich das dem Staat gebe oder jemand anderen und man damit natürlich im Gesamtaufkommen viel kleinere Beträge hat. Noch eine kurze Frage zu Giorgia Meloni. Du hast schon darauf hingewiesen, dass ihre Umfragewerte extrem gut sind. Dabei hat sie ja eine lupenreine Geschichte als faschistische Hardcore-Kader von allerjüngster Jugend an. Da fragt man sich, in Italien gab es ja in dem Sinne nie einen antifaschistischen Konsens, dass eine Mehrheit, also dass die Gesamtgesellschaft vom Faschismus Abschied genommen hätte, aber doch eine lange Zeit, in der faschistische Nachfolgeparteien in einem niedrigen Prozentbereich sich bewegt haben, und das Parteiensystem so instabil es in der Regierungsbildung war, in puncto Faschismus doch verhältnismäßig stabil erschien.
Wie ist es zu erklären, dass da plötzlich tatsächlich, das ist ja nicht nur irgendwie eine nach rechts und zur Zusammenarbeit mit rechts bereite Person, sondern das ist ja wirklich eine Person mit einer seit ihrer frühen Jugend organisierten, hardcore-faschistischen Vergangenheit. Wie kommt das, dass so eine Person nicht nur Regierungschefin wird, sondern auch noch eine beliebte Regierungschefin? Werner, du hast das recht gut definiert. Wir hatten keinen Antifaschismus. Es gab den schönen Witz nach 1945 in Italien, leben 200% Einwohner. Wie geht das 200% Einwohner in einem Staat? Das geht nicht. Ja, doch, wir waren vorher, es waren 100% Faschisten und jetzt sind 100% Antifaschisten. Somit muss die Summe sind dann 200%. Also Faschismus ist bei uns nie aufgearbeitet worden. Ich würde sagen, auch in Österreich ist der Nationalsozialismus kaum oder nicht aufgearbeitet worden. In Italien waren alle Opfer, die waren Opfer vom Faschismus, aber keine Täter waren da. Interessant ist, dass dann in diesem Movimento Sociale Italiano, wie er sich nannte, die Neufaschisten, ein sehr stabiles 5, 6, 7, 8% Partei haben sie immer abgegeben und haben dann vor allem Aufwind bekommen mit der Lega. Lega Nord, Umberto Bossi und auch jetzt Salvini, die wetteifern sozusagen, wer nationalistisch, wer italienischer ist und so weiter. Wir haben also so wie Le Pen in Frankreich ganz offenkundige also ganz offene Bekenntnisse zu Nationalismus, zu Ausländerhass, ganz, es ist ganz, also auch in den Medien, natürlich, man unterscheidet sehr wohl, es gibt sehr wohl kritische Medien, aber insgesamt die Gruppe jener von der Lega, Fratelli d'Italia, die zusammen bilden doch einen starken Sockel von 30, 35, 40%, die faschistisch immer noch unterwegs sind, die ausländerfeindlich sind, die der Nationalstaat wichtig, die teilweise auch eine Giorgia Meloni war ja bis zu den Wahlen sehr europakritisch. Jetzt sieht sie doch, vor allem weil Italien zu viel Gelder aus Brüssel bekommt, natürlich benimmt sie sich sehr höflich und freundlich und reist wieder mit freundlichem Gesicht, also nach Brüssel. Aber im Grunde sind es Nationalisten nach wie vor. Und sie hat nie einen Hehl draus gemacht. Aber auch müssen wir auch den Berlusconi müssen wir da in diese Gruppe, die Gruppe Berlusconi mit Forza Italia, dann plus Lega, plus Fratelli d'Italia mitsammen haben die Regierungsmehrheit zustande gebracht nach den Wahlen, auch mit einem etwas sonderbaren Mehrheitswahlsystem. Aber sie haben jedenfalls eine deutliche Regierungsmehrheit und müssen nicht bei jeder Abstimmung zittern. Das ist klar. Und somit machen die mitsammen einfach eine nationalstaatlich unterstützte, eine durchaus eine neoliberale, nationalistische Politik. Und es passiert im Grunde gar nichts, wenn jemand anfängt, wieder den Mussolini zu loben. Das ist das, ja, das wird hingenommen. Ja, diese Besonderheit des italienischen Wahlrechts, dass die stärkste Fraktion da, ich glaube, 30 Sitze oder wie viele es sind, zusätzlich geschenkt bekommt, das ist ja wirklich eine sonderbare Erfindung in einer demokratischen, in einem demokratischen Land. Aber ist ja, hat ja durchaus Nachahmer gefunden. In Griechenland gibt es ja eine ähnliche Situation und in ein paar anderen Ländern auch. Was ich erstaunlich finde, und dann fände ich es gut, wenn es dann auch ein bisschen was an Fragen und Bemerkungen von euch anderen gäbe und das nicht alles nur bei mir liegt. Aber was ich noch gerne ansprechen würde, was ich erstaunlich finde, ist, dass die Sozialpolitik letztlich überhaupt keine Rolle spielt. Das hat in Italien über all die Jahrzehnte hin eigentlich immer wieder wichtige sozialpolitische Auseinandersetzungen gegeben. Das hat auch immer wieder Mobilisierungen zu großen Generalstreiks gegeben. Das hat Mobilisierungen zu Volksabstimmungen, zu sozialen Fragen gegeben, die in der Regel von den sozialpolitisch orientierten Kräften gewonnen worden sind. Meloni hat
Ganz klar eine neoliberale politische Agenda, du hast schon darauf hingewiesen, und trotzdem irgendwo den Ruf, dass ihre Partei für eine nationalistisch gefärbte, aber doch für eine Sozialpolitik stehe, obwohl da in der Sache gar nichts dran ist. Wir haben ähnliche Wahrnehmungen von der AfD in Deutschland ja auch. Nur regieren die nicht und da handelt es sich um die Wahrnehmung von der Minderheit. In Italien scheint eine Mehrheit diese Wahrnehmung zu teilen, obwohl am konkreten Regierungshandeln sich das nicht begründen lässt. Das ist ganz richtig bewertet. Italien hatte vor allem in den 1960er, 70er Jahren eine ganz starke Gewerkschaftsbewegung und auch, wenn man denkt, dass Italien jahrzehntelang ein Viertel der Wähler die kommunistische Partei, das wäre, also würde ich sagen, eine streng sozialdemokratische Partei. Kommunistisch im Sinne des Ostblocks waren sie sicher nie, aber Berlinguer und diese Leute waren überzeugte Sozialdemokraten und waren auch im Grunde diejenigen, die immer wieder den Sozialstaat unterstrichen haben. Das, was der Meloni gelingt, ist Folgendes: Sie redet immer vom kleinen Mann. Die Fratelli d'Italia und die Brüderchen Italiens, die geben sich immer so dem kleinen Mann zugehörig. Und auch wenn man selber Ministerpräsidentin, darf man immer noch auf die Lieder und auf die da oben, auf die Großkopfetten und so weiter, darf man immer noch schimpfen. Es ist derart widersprüchlich und sonderbar, dass die noch weiterhin, auch eine neoliberale Politikerin, die bei Flat Tax die Steuern, die Höchststeuersätze abschafft, eine Steuerprogression à la Schweden und so weiter absolut verschmäht, die alles eher, also jetzt steuerpolitisch, ganz sicher nicht ausgleichende Politik macht, im Gegenteil. Das, was noch ein Phänomen Italiens ist, dass es die Verschuldung des Staates und somit auch die Abhängigkeit von Big Money immer stärker wird. Das ist ein großes Übel, dass man einfach immer mehr zur Kenntnis nehmen wird und dass wir ein Spielball, sei es der europäischen Wirtschaftspolitik, aber auch von Weltbank und Weltwährungsfonds und so weiter, da voll und ganz abhängig und wir irgendwo in die Richtung Griechenland gehen.